Hallo zusammen und willkommen hier auf dem Kanal Schwungvoll mit einem neuen Video aus meinem Porsche Taycan. Ja, es geht um das Thema Apple CarPlay und EV-Routing. Ja, was ist das? Worum geht's da und wie richte ich das ein? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's sofort los. Moin zusammen. Also, was ist denn das Thema EV-Routing überhaupt und was bringt mir das? EV-Routing, das hat Apple vorgestellt. Letztes Jahr hat Porsche es integriert für die USA erstmal und dieses Jahr ist jetzt halt auch Deutschland dran. Im Prinzip ist das nichts anderes, als dass ich über die Apple-Karten-App navigieren kann, aber er auf Daten des Porsches zurückgreift für die Routenplanung. Das heißt, unter anderem nimmt er sich den State of Charge des Autos und macht damit die Route, macht eine Routenplanung, integriert Ladesäulen und das Schöne daran ist, er berücksichtigt eben auch Wetter, Topografie etc. Und ihr könnt sogar eure favorisierten Ladesäulenanbieter oder eure Ladeanbieter aussuchen. Nicht die Ladesäule natürlich. Also ihr könnt nicht sagen, oh, ich will nur an Alpitronic laden. Nein, ihr könnt aber sagen, ich bevorzuge zum Beispiel Ionity. So, und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu muss man nämlich natürlich erst einmal das Handy mit dem Taycan verbinden. Also erstmal über Apple CarPlay einrichten. Das hoffe ich, habt ihr soweit. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an, was ich dann auf dem iPhone machen muss, damit ich das zum Laufen kriege. So, hier seht ihr schon mal am Display, dass CarPlay aktiviert ist. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel die Apple-Karten aufmachen und so weiter. Mehr geht da jetzt aber noch gar nicht. Ne? Ihr seht, wo ich bin. Ich bin jetzt in Berlin gerade, war bei meinem Kumpel und ich will jetzt nach Hause, nach Bremen. So, dafür müsst ihr jetzt erstmal euer Handy nehmen. Ihr müsst dann in die Porsche-App reingehen. Und dort klickt ihr dann auf den Wagen. Also, für euch mal eben, ich mache dann mal eben, blend das mal eben ein, indem ich eine Bildschirmaufnahme mache. Dazu muss ich natürlich erstmal eine Bildschirmaufnahme starten. So. Also, ihr habt hier den Homescreen mit eurem Taycan. In diesem Falle müsste beim Macan dann sicherlich auch gehen. Tippt ihr einmal oben drauf. So, und dann habt ihr in der Mitte den Reiter Funktionen. So, Funktionen. Und wenn ihr hier ein bisschen runter scrollt, seht ihr hier den Punkt Navigation für Elektrofahrzeuge mit Apple. Verwalten und einrichten. So, bla 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 und so weiter. Ihr könnt jetzt loslegen. Meine Fahrzeugdaten teilen, müsst ihr unten natürlich anhaken, ganz wichtig, ist eigentlich aber auch vorkonfiguriert, Apple-Karten öffnen und dann steht da Porsche verbinden. So, dann, so, ich teile die Fahrzeugdaten, bevorzugte Netzwerke wählen, so einfach geht das. So, und da seht ihr schon eine Auswahl und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ey, ich möchte bitte, weil ihr ja mit der Porsche Ladekarte für 33 Cent pro Kilowattstunde an Ionity lädt, scrollt man hier nach unten, bis da eben dementsprechend Ionity steht. Zack. Übrigens, hier oben habe ich, glaube ich, gerade Elektro gelesen. Das ist der, der bei mir vor der Haustür ist. Den nehme ich natürlich auch dazu. So, zack. Taycan hinzugefügt. Das war es im Prinzip schon. Fertig. Jetzt seht ihr hier schon, dass er sagt 93% und das gucken wir uns doch mal eben gerade hier live im Fahrzeug auch an. Dazu gehe ich hier auf den unteren Display und da seht ihr auch die 93% hier. Also, das hat schon mal geklappt. So. Und jetzt seht ihr hier in diesem Screen nochmal eben, ja, Ionity und Elektro habe ich vorkonfiguriert. So, und dementsprechend ist das Ding jetzt fertig eingerichtet. So, und jetzt machen wir mal eine Routenplanung. So, ihr habt jetzt hier Apple CarPlay auf dem Taycan. Und jetzt könnt ihr natürlich auf die App gehen. Büro Wolfsburg und so weiter, das ist meine Arbeit, ne? Also das ist hier in Berlin noch der alte. Suchen und jetzt seht ihr hier schon Ladestationen, Parkhäuser und so weiter. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte einfach mal nach Bremen.
Na, zack. Und jetzt sucht er. So, und jetzt seht ihr unten ein Stopp. Ne? Und er hat hier in Hannover den Stopp hinzugefügt. Und ich kann euch sagen, was das ist. Das hier wird sein Lehrter See Nord. Bremen starten. In ungefähr 2 Stunden und 9 Minuten musst du in Wolfsburg anhalten, um das Fahrzeug aufzuladen. Okay, er will in Wolfsburg laden. Batterieladung ankommen. Also. Weiter Richtung Nordost auf Konrad-Zuse-Straße, dann rechts abbiegen auf Groß-Berliner Damm. Ja, alles gut. Machen wir gleich. Also. Was er jetzt gemacht hat, er hat hier natürlich angegeben, er möchte in Wolfsburg laden. Was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, das kann ich euch jetzt nicht sagen, ist, inwiefern man hier so ein bisschen was machen kann, weil ich würde nicht Wolfsburg laden, ich würde sogar weiterfahren bis Lehrter See, das habe ich eben angekündigt. Insofern kann ich euch nicht sagen, ob er zum Beispiel hier jetzt irgendwie, also ihr seht, ihr habt keine Einstellmöglichkeiten, mit wie viel SOC er so einen Ladestopp plant. Also. Ich fahre jetzt mal meine Strecke, weil die kenne ich verdammt gut. Und ich fahre nicht nach Wolfsburg zum Laden bei Ionity, sondern ich werde jetzt fahren bis Lehrter See Nord. Ich werde mal gucken, was das Navi sagt, ob er durchdreht, weil ich jetzt stranden werde und alles ist vorbei. Oder aber, ob er da meine Routenplanung anpasst, beziehungsweise mit wie viel SOC. Ich habe im Akku 304 Kilometer und das mag vielleicht schon mal einen Unterschied machen. Und das probieren wir jetzt aus. Ich bin im Normalmodus. Das zeige ich euch mal eben auch. So, hier oben seht ihr Normalmodus und das habe ich mir hier auf den Homescreen gelegt und jetzt gehen wir mal auf den Range Mode. Jetzt werden da 315 Kilometer draus und mit 315 Kilometer machen wir das Ganze jetzt nochmal. Gehe wieder auf CarPlay, gehe auf die Karten, gebe ein Suchen, zack, gebe nochmal ein Bremen, so. Suchen. So. Jetzt rechnet er wieder. Und jetzt müsste er, also sind jetzt also 315 über 303. Ein Stopp. Los. Route zu Bremen starten. In ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten musst du in Lehrter anhalten, um das Fahrzeug aufzuladen. Du solltest mit 7% Batterieladung ankommen. Weiter Richtung Nordost auf Konrad-Zuse-Straße, dann rechts abbiegen auf Groß-Berliner Damm. Ja, machen wir jetzt. Also, habt ihr das gehört? Ich sollte mit 7% Lehrter See ankommen. Und das ist das, was ich richtig geil gerade finde. 7%, damit fühle ich mich wohl. So, und genauso wäre ich jetzt auch gefahren. Also, ich habe nur umgestellt auf Range Mode und dann reicht ihm das. Und dann fahren wir jetzt mal genauso. Und ich melde mich dann mal aus Lehrte, wenn ich dann dort ankomme, ob wir da auch mit 7% ankommen. Beziehungsweise, was das Navi macht, wenn wir unterwegs sind. So, erster Eindruck vom EV-Routing mit dem Taycan und Apple-Karten, so wie erwartet. Er nutzt zum Beispiel auch kleinere Schleichwege. Ja, was heißt Schleichweg? Es gibt hier sowas, um auf die Autobahn zu kommen, da umgeht man eine Ampel, hat er gemacht. Macht das Porsche Navi zum Beispiel nicht, finde ich ganz klasse. Was er tatsächlich nicht macht, das macht VW zum Beispiel bei den ID-Modellen besser. Er zeigt hier in meinem Zentraldisplay keine aktive Routenführung ein. Das heißt, das wird nicht übertragen vom Zentraldisplay auf dem Großzentraldisplay auf mein kleines Display hier vorne vor mir. Da habt ihr die drei Anzeigen mit Geschwindigkeit, mit zum Beispiel Verkehrszeichen und rechts habt ihr entweder Medien, Verbrauch oder aber ihr könnt eine aktive Routenführung angeben und das macht er nicht. Er zeigt dann halt an keine aktive Routenführung. Das ist ein bisschen schade. Head-Up-Display habe ich sowieso nicht erwartet. Das macht VW bei den ID-Modellen auch nicht. Also zumindest solange ich sie gefahren habe, war das Head-Up-Display dann bei einer Apple-Karten-Navigation nicht aktiv. Ja, und was er wohl auch nicht macht, aber das werden wir beobachten, ist, dass er nicht so tief im System integriert ist, weil eben keine aktive Routenführung aktiv ist, dass er somit auch die Batterie nicht vorkonditioniert. Sollte nach knapp 300 Kilometer Autobahn fahren, dann aber nicht das Problem werden, glaube ich. Schauen wir uns aber auch an. So, jetzt bei ihm so zwischendurch. Ihr seht, dass er unten jetzt plötzlich 44% bei Ankunft stehen hat. Das nervt mich gerade. Ich habe jetzt die Route mal so eingegeben, wie ich tatsächlich fahre, weil ich wissen wollte, ob er irgendwas ändert. Und jetzt zeigt er mir nicht mehr an, mit wie viel Prozent ich beim Stopp ankomme, weil
es völlig Quatsch ist, dass ich mit 44% da ankomme, weil nämlich ich jetzt 57% habe und noch ein bisschen zu fahren habe. Und jetzt ist nämlich die Frage, wie weit noch? Da oben stehen 146 Kilometer. Das stimmt jetzt mal zufällig, weil ich die Autobahn nicht mehr verlassen muss und der Ionity-Ladepunkt in Lehrte dementsprechend direkt an der Autobahn liegt. Aber es könnte ja auch woanders sein. Und dementsprechend ist das jetzt einfach so ein Punkt, wo ich jetzt sage, okay, ich weiß nicht, wie weit es noch ist. So, und wie geht das jetzt? Tricky. Also, ich kann jetzt die Ankunftszeit teilen und so weiter. Und wenn ich jetzt wissen will, aber, oben seht ihr nochmal einen Stopp, wann komme ich denn bei meinen anderen beiden Adressen ran? Also, meinem Zwischenstopp, nicht den Ladestopp, und meine Ankunft zu Hause, wenn ich direkt weiterfahren würde natürlich. Und dann geht ihr auf Stopps bearbeiten. Dann seht ihr hier Ionity 15.29 Uhr, den kannten wir. Dann ist hier mein Zwischenstopp 15.54 Uhr und um 17.03 Uhr bin ich dann zu Hause. Je nachdem, wie lange der Termin geht, bin ich dementsprechend da natürlich später zu Hause. Aber anders zeigt es euch das System nicht an, wann ihr welchen Punkt erreicht. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel jemandem sagen wollt, ich bin 15.30 Uhr laden, ich weiß aber nicht, wann ich danach bei euch bin, müsst ihr so machen und sagen, ja, ich bin gegen 16 Uhr bei euch. So geht das Ganze dann. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt noch 64 Kilometer bis zum Rasthof Lehrte und habe im Akku noch 9 Kilometer. Das sehe ich ja hier mal im Zentraldisplay. Und seitdem ich die Routenplanung neu angelegt habe, hat er sich überhaupt nicht beruhigt und sagt inzwischen, ich habe 72% bei Ankunft. Weil ich einfach jetzt schon bei 32% bin. Also irgendwie klappt da dieses Abrufen der Daten aus dem Porsche noch nicht. Kann sein, dass es jetzt mal ein Problem gerade ist. Ich werde mal resetten. Ja, ich mache mal Leerte, ich lade mal ganz normal und werde dann mal gucken, was er macht. Aber so ist das ja doof, ne? 72% bei Ankunft kann auch nicht heißen, dass ich bis 72% laden soll. Das ist auch Quatsch. Diese Meldung kam gerade. Ich soll den Stopp zum Aufladen entfernen, weil ich ja angeblich genug im Akku habe, um mein Ziel noch zu erreichen. Mein Ziel ist aber, ihr seht, 76% soll ich haben. Ich habe 28%. Damit kommst du nicht ans Ziel. Und das, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Jetzt hast du hier so einen absoluten Newbie in so einem Elektroauto. Vielleicht auch ein Porsche-Fahrer, der gesagt hat, ja, ich gebe dir mal eine Chance. Ich navigiere aber gerne über Apple, warum auch immer. Ist ja jetzt egal. Und dann kommt so eine Meldung. Leute, das ist so nicht zu gebrauchen. Der wird jetzt einfach weiterfahren, warum auch immer, weil er sich vielleicht jetzt nicht gerade wie ich anzeigen lässt, was der tatsächliche Akkustand ist und weil keine Ahnung, verblendet ist, nicht die Restkilometer sieht in seinem Tacho. Es gibt auch Leute, die fahren ins Wasser, weil das Navi sagt, nimm da den Weg übers Wasser und vergessen, dass sie auf eine Fähre warten müssen. Von daher, man kann nie so blöd denken, wie Menschen blöd agieren. Und da sage ich dann ganz klar, das ist so nicht zu gebrauchen. Oh Leute, also er zeigt jetzt schon an, ich soll auf 85% laden, was 5 Minuten dauern soll angeblich. Ich bin aber bei 14%. Kannst du also getrost vergessen. Keine Ahnung, ob er jetzt wieder mein SoC hat oder so. Aber zwischenzeitlich jetzt eben, das war alles Humbug. Ne? Also es war total doof. 85% aufladen. Die Dauer beträgt ungefähr 5 Minuten. Das kannst du schön vergessen. Also der Taycan ist zwar schnell mit Laden, aber auf 85% in 5 Minuten halte ich für ein ganz übles Gerücht. Ich bin bei 14%, also da tippe ich auf länger. Sehen, ich lade jetzt auf 85%, das hatte ich sowieso gemacht, aber 5 Minuten ist natürlich Quatsch. Dann werde ich die Route mal eben abbrechen und dann werde ich das nochmal eingeben, in der Hoffnung, dass er mich dann hat. Beziehungsweise werde ich mal gucken, wenn ich jetzt lade, was dann passiert. Musst du so mal eben nach da hinten. Da. Und wisst ihr, was total cool ist?
Ich dachte, hier steht so ein blöder LKW und blockiert die Ladesäule, ne? Der lädt da. Das finde ich schon geil. Also, tatsächlich das erste Mal, dass ich so einen elektrischen Volvo in der Natur sehe, also in freier Wildbahn. Ja, finde ich total cool. Hat da auch die erste Säule genommen. Hat da maximal Platz. Und wenn ich das hinten angucke, dann ist er schon bei ein paar 90%. Also der lädt da ziemlich viel gerade rein. Nächster Versuch. Ich werde jetzt, ich bin noch im Laden. Also ich bin aktuell hier noch, kann jetzt vielleicht gucken. Da seht ihr, 148, lad jetzt mal noch 150 kW bei 44%. Was ich jetzt machen werde ist, ich verbinde jetzt CarPlay. In der Hoffnung, dass er das mal wireless macht. Ich habe das vorhin einfach mit Kabel aus, so, da ist er. Und ihr seht, auch das ist doch Bockmist. Wenn, okay, ich nehme alles zurück. Es hat ein bisschen gedauert, aber er hat jetzt wieder das Ding drinne. Ja, auf mindestens 85% laden soll ich. Das mache ich jetzt. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Pause. Ich muss mir gucken. Ich habe bis zum Ziel. Siehst du das? Das sehe ich nicht. Also ich kann den mal wegmachen. Ja, super. Jetzt habe ich dieses bis auf 85% habe ich weggemacht. Was sagt er hier? Hier keine Störungen. Er hat mein komplettes Ding gelöscht. Meine ganze Routenführung ist jetzt weg. Nur weil ich eben gesagt habe, ja, bis auf 85%, dann ist in Ordnung. Weißt du, ich wollte die Meldung wegmachen. Und jetzt? Alles weg. Also Leute, das ist jetzt noch nicht so ausgereicht. Jetzt kann ich erstmal wieder das Ziel eingeben. Das macht ihr übrigens besser bei Handy, ne? Da habt ihr nämlich die letzten Sachen drin. Leute. Also. Einmal zu privat. Zack. Okay. Eine Stunde 20 von hier sind 132 Kilometer. Das wollte ich nämlich wissen. Und ich habe jetzt 162 drin. Ich könnte schon weiterfahren. Aber ich habe einen Zwischenstopp. Den gebe ich mal eben rein. Zack. Nee, der war falsch. Stopp hinzufügen. Der. So, und da fahre ich zuerst hin natürlich, weil es hier nebenan ist. So, 138 Kilometer, dann, ja. Also, jetzt übrigens hat er dann tatsächlich auch wieder, wenn ich die Route, ich habe sie wirklich komplett zurückgenommen, ne? Und jetzt seht ihr, basierend auf dem, da. Das ist auch interessant. Das bringt doch dann nichts. Wenn ich den Batteriestatus ist möglicherweise nicht exakt. Karten kann keine Verbindung zu deinem Fahrzeug herstellen, um den Batteriestatus zu aktualisieren. Die aktuelle Route verwendet den Batteriezustand von vor 12 Minuten. Leute, was soll denn das? Ich gehe jetzt nochmal eben in die Porsche-App rein. Das mache ich natürlich mit Aufnahme. So, jetzt gehen wir mal eben in die Porsche-App. Zack. Jetzt wieder auf den Porsche drücken. Funktion. Es geht nochmal Navigation. Ist noch alles drin, wie ihr seht. Also kann ich es jetzt wieder hier öffnen. Zack. Taycan ist drin. Hier ist alles da. So, jetzt gebe ich nochmal hier wieder das ist auch geil. Hallo, meine Privatadresse nicht drin, da ist sie. So, dann so, Stopp hinzufügen. Ich möchte ja an eine bestimmte Adresse hier hin. So, den schiebe ich an zweite Stelle. Zack. So, jetzt plant er wieder und er zeigt wieder die gleiche Meldung an, dass er nicht den aktuellen Batteriestand gerade abrufen kann. Warum auch immer. Also für mich noch nicht ganz ausgereift. Ich finde, es ist keine Alternative zum Thema integriertes Navigationssystem hier von Porsche. Da muss noch viel passieren. Also er hat jetzt immerhin wieder meinen aktuellen Batteriestatus hier. Nein, hat er nicht. Leute, hat er nicht. Ach, das ist geil. Es ist, hat er nicht. Er sagt, ich soll ja bis 85% laden. Ach, guck mal. Ich bin ja hier bei 57. Und ich habe 82 bei Ankunft.
Also kannst voll vergessen, er kriegt aktuell überhaupt nicht mehr meine Daten rein über CarPlay. Egal ob mit Kabel oder ohne Kabel. Ich habe vorhin ohne Kabel gemacht. Brech das jetzt an dieser Stelle ab, gebe dann die Straße so ein, wo ich hin möchte. Also einmal meine Adresse zu Hause. Die Route und dann wird berechnet. Einmal mein Ziel, wo ich zwischendurch hin muss. Er sagt jetzt, ich komme mit 7% zu Hause an, ich will mit 10% ankommen, lade also noch ein bisschen mal irgendwas trinken. Ja, was soll ich dazu sagen? Also bin ein bisschen enttäuscht, dachte, das würde besser klappen. Also ja, er macht eine Ladeplanung, aber wenn er die aktuellen Daten von eurer Batterie nicht abgreifen kann, ist das Quatsch. Insofern, nice try, but you gotta improve this. Insofern soll es das gewesen sein. Ich fahre jetzt weiter, fahre nach Hause und demnächst dann mehr hier von ein Jahr Taycan. Was habe ich bisher an Kosten und an Ärger gehabt? Ciao. Thank you.